Moin, meine Sie, willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Diesmal mit Dune 2 The Maker. Einem Dune 2 Remake vom guten Stefan, an dem er schon viele, 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 viele Jahre arbeitet. Es ist aber nicht einfach nur so eine Art Remake, wie so dass er quasi das Spiel genommen hat und gemoddet hat, so, ne, auf Basis des Hauptspiels und dann ans moderne angepasste Version gemoddet hat, so, sondern schon ein sehr umfangreiches, selbstprogrammiertes Remake, wenn ich mich da jetzt nicht völlig irre, auf Basis seiner eigenen Engine und sowas, was schon sehr cool ist. Ja, und natürlich dauert sowas seine gewisse Zeit. Man kann den ganzen Entwicklungszyklus und sowas ein bisschen auf Twitter folgen und ja, da kann man schon mal sehen, was das noch für eine Arbeit ist. Dann machst du hier eine Baustelle dicht. Geht da eine neue auf, dann machst du die da dicht, dann gehen da zwei neue auf, dann fügst du hier ein neues Feature ein, was dann aber da für zwei Fehlermeldungen sorgt, die wiederum woanders eine Baustelle aufmachen und wow, das manchmal zu lesen, das ist schon ganz schön heftig, was da so an Arbeit, Zeit und wahrscheinlich auch an heftigen Nerven reinfließt. Das ist schon, ja. Und trotz allem hat er jetzt die neue Version 0.6.0 rausgehauen. Habe ich mir gedacht, okay, jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Snacken durch und später mal auch für ein Stream und so weiter. Zack, also startet mal das Ding, ne? So, und ja, wer ihn so ein bisschen unterstützen möchte, hat auch eine Coffee-Page und sowas. Ist auch alles in den Videolinks verknüpft. Könnt ihr alles finden. Könnt ihr euch da ruhig austoben, könnt auch die Version 0.6.0 runterladen und alles drum und dran. Ihm auf Twitter folgen und ihn auf Coffee unterstützen, etc., etc., etc. All das könnt ihr da machen. Und, achso, ja, genau. Ihr benötigt kein Dune 2, kein Original Dune 2 oder irgendwie sowas. Ne? Es ist einfach so, wie es ist. Es läuft. Runterladen, starten, fertig. Ne? Optionen und so gibt es in dem großen Sinne noch nicht. Es ist eine INI-Datei dabei, eine Config-Datei quasi. Die müsst ihr dann mit WordPad oder so öffnen. Da könnt ihr zum Beispiel die Auflösung manuell einstellen, etc., etc. Das wird wahrscheinlich im Laufe ja, nächsten Zeiten sich auch ein bisschen ändern. Dass man das einfacher machen kann, schätze ich mal so. Aber ja, wie gesagt, ne, es ist auch eigentlich alles erklärt in dieser Datei drin. Ne, kann man dann ein bisschen lesen und weiß man, okay, da ist die Auflösung, lalala, kann man das alles anpassen, wenn man möchte. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen, wie es ist. So, und genau. Denn wollen wir gleich direkt mal reinstarten. Ich werde auch schon mal umschalten. So, zack. Wie gesagt, ist Version 0.6.0. Ist die ganz neue, die ist jetzt irgendwie vor knapp einer Woche rausgekommen. Sachen wie Spielladen funktionieren nicht, Optionen gibt es hier halt noch nicht, aber da sieht man ja, da wird es dann später eine Funktion geben, das alles anzupassen. Hall of Fame und sowas ist auch alles klar, geht alles noch nicht. Kampagne kann man streckenweise wohl spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Multiplayer geht noch nicht und Skirmish, und das werden wir heute machen, wir werden Skirmish zocken. Sehr cool hier auch, dass hier schon eine gewisse Wahl an Karten ist. Für zwei Spieler, drei Spieler, vier Spieler, maximal vier Spieler. Kann durchaus sein, dass sich das später vielleicht auch ändert, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, komm, weil hier ist ja eigentlich, ist ja noch Platz für, weiß nicht, 1, 2, 3, ja, dass man das vielleicht 8 oder so machen kann. Maybe, who knows? mal sehen. Auf jeden Fall ist da noch Luft nach unten. Da kommt wahrscheinlich auch noch was und vielleicht legt da auch ein Map-Editor bei irgendwann später, dass man dann da eigene Karten machen kann oder. Abseits davon, sehr cooles Feature hier, der Map-Generator. Dabei ist noch ganz schön, wenn man vielleicht eine Möglichkeit hat, zu sagen, okay, wenig Spice, viel Spice, normal Spice, ne, so solche Sachen halt, dass man so kleine Haken setzen könnte, worauf der Randomizer zurückgreift und darauf dann halt so seine Karte randomized. Aber dass es überhaupt da ist, ist eine super coole Sache. Dann kannst du hier, ne, Credits einstellen und Team-Einheiten und so weiter und so fort. Wir spielen die Orders jetzt mal. Ist ja, wie gesagt, ein Snacken durch. Damals habe ich die Orders immer sehr gerne gespielt. Wir probieren das einfach aus. Den CPU lassen wir auf Random. Und dann starten wir das Ganze auch mal. Direkt, zack. So, direkt mal ranzoomen. Ja, wie man hier sehen kann, ist natürlich alles sehr lütt. So, das hat dann Sachen mit der Auflösung. So, wir machen kurz die Windtrap hier. Übrigens, was ich sehr cool finde, ist, dass man jetzt auch schon mal Baubefehle weitergeben kann, während was anderes gebaut wird, so dass, wenn du es gesetzt hast, er direkt weitermacht. Sehr, sehr coole Nummer. Finde ich gut. Das ist jetzt nicht sehr schlau, eigentlich das Ding dahin zu bauen, aber Herrgott. Es ist halt ein Snacken durch, was soll's, ne? Das ist schon sehr cool. Ich bin der Meinung, man kann natürlich das Bauen wirklich beschleunigen. Wir können zum Beispiel jetzt nochmal wieder vier neue bauen und schon mal die
Ah ne, genau, wir können maximal zwei Sachen in Laufen haben, okay. Das heißt, wenn der jetzt fertig ist, zack, können wir nicht? Hm, können wir wohl nicht. Egal, wir bauen wir die Kaserne jetzt mal hier hin. Da haben wir kein Geld, doch haben wir, naja. Hm. Na, irgendeinen Hintergrund wird er schon haben. Ich finde es ja so. Also, was auch sehr cool ist, Steuerung. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Hm. Ja, okay. Das, scheint irgendwie ein Bug zu sein. Also, wir können ja durchseppen durch die anderen Spieler jetzt oder sowas, aber das wollen wir ja gar nicht. Wo sind wir? Wir kommen nämlich nicht zurück zu uns. Scheiße. So, hier sollten wir eigentlich irgendwie sein, aber... Ah. Scheiße. Und eigentlich sollten wir auch zurückspringen zu unserer Heimatbasis, aber... Da sind wir. Okay, das scheint irgendwie... Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Warum? Hm. Das hatte ich vorhin schon mal. Also ich denke, also Stefan wird sich das hier ja ansehen. Aber eigentlich... Ich muss mal, warte mal. Also ich muss jetzt ein bisschen raus. Brauchen wir Strom und so. Eigentlich wollte ich nämlich eine Gruppe machen. Wir müssen erstmal ein Radar bauen gleich, damit das hier nicht wieder passiert. Eigentlich wollte ich ja eine Gruppe machen. Strom, okay, ist da. Outpost war Radar, naja. Oder ein paar Soldaten machen wir. Und Soldat hier, 5. So. Eigentlich wollte ich eine Gruppe machen. Das geht. Gar kein Problem eigentlich. Ups. So. Das geht auch. Steuerung 1, Steuerung 2, Steuerung 3 und so weiter. Entweder habe ich da irgendwie zu langsam, zu spät gedrückt. Ich weiß nicht genau. Warte. Würmer. Ich hoffe ja nicht. Ist ein Radar. So. Okay, jetzt müssten wir uns, glaube ich, einfacher wiederfinden. Oh, schnell ein bisschen Strom produzieren nochmal. Ja, was ich eigentlich eben zeigen wollte. Wie gesagt, wir können Gruppen bilden mit Steuerung 1, die wir wie bei Command & Conquer und so weiter zum Beispiel anwählen können, wie man es halt kennt. Noch einmal ein bisschen Strom wieder. So, wie man es halt kennt. Und die können wir auch anwählen mit 1, 2, 3, 4 und so weiter, denn normalerweise. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt gerade passiert ist hier. Das hatte ich vorhin bei der Testaufnahme schon mal. Wie gesagt, ich denke mal, der Stefan wird sich das hier ja ansehen auch. Baracken haben wir ja schon, ne? Das waren die Baracken, naja, genau. Vielleicht Fahrzeuge erstmal. Was auch geht, ist halt schön dieser, dass du diesen Bogen hier rüberziehen kannst und die Einheiten dann dahinter steuern. So. Okay, die Nachrichten kommen auch alle immer durch, das ist auch sehr gut. Das ist eine so eine nervige Fliege, eine Terroristenfliege, ey. So. Können schon mal Mauern bauen sonst gleich, ne? Vielleicht ein paar Fahrzeuge erstmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also mal 4 nochmal. So, dann müssen wir unsere Basis ein bisschen schützen hier auch. Unsere Radar und unser Strom und so weiter. Nochmal ein paar bauen. 5 Stück. Vielleicht können wir hier mal so ein bisschen was ausprobieren. So. Machen wir nochmal. Da können wir ja nicht drauf bauen, ne? Das geht nicht, ne? Nee, genau. So, einfach mal. Moment. Machen wir aber so ein bisschen dicht hier. Wahrscheinlich wird der Gegner uns gleich völlig überrennen, aber das ist halt ein bisschen halt so. So. Nochmal kurz hier runterbauen. Und dann. Ich hoffe, das ist einfach so. Ich bin mir unsicher. Aber abbrechen. So. Ich würde nämlich gerne jetzt... Ich hoffe, da, das ist hier nicht so. Wir bauen nochmal ein paar hiervon, bauen nochmal welche davon. Wir bauen nochmal hiervon welche, damit wir... Oh, die haben wir ja schon, so. Ah.
Achso, unsere Einheit. Ich wollte gerade sagen, scheiße, was kommt da denn? Oh, das ist kein Sandwurm in sich. Wir bauen das mal. Das hier, wir können das mit Truppen mal so ein bisschen rausziehen hier. Die Fahrzeuge mal ein bisschen hier hoch. Oh. Attacke! Wow. Auch sehr schön, dass man die Lebensbalken jetzt sehr gut sehen kann da. Oh, Mistkerl! Hier kommt zurück. Bleibt erstmal besser hier stehen. So, erstmal die mal hier hin für etwas bessere Einheiten. Genau, die Trooper mal 5 Stück machen. Ja, was ich hinaus will, das war immer so ein Problem damals. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, ob das vielleicht auch gedacht war so. Wir können halt Mauern bauen, was ja ganz cool ist. Alles in Ordnung, da hat man ja damals auch sehr viel gemacht. An die Türme, wenn man jetzt einen Turm dahin gebaut hat, hat der immer gegen die Wand geschossen. Hat die eigene Wand weggeschossen und das ist ja irgendwie... Wir wollen das mal ausprobieren. Weil, irgendwie, weiß ich nicht. Das, hä? Fand ich damals schon immer sehr komisch irgendwie, muss ich sagen. Aber auch, aber hier einen Turm bauen. So. Und wir konnten doch auch irgendwie, konnten wir nicht auch größere Dinger bauen eigentlich? So, weil ich kann den Turm ja hier hinsetzen. Ich glaube, der schießt dagegen, ne? Das wird nicht funktionieren. Da kann es auch nicht rauf. Verkaufen können wir das ja auch nicht. Das heißt also, das Stück Mauer muss halt weggeschossen werden, da. Oh, warte. Ist gut. Oh, shit. Boah, da unten. Ich wollte gerade sagen, wieso klingt der jetzt immer noch so, als ob er schießen würde. Oh. Auf ihn! Ich glaube, es ist ein bisschen laut, wenn hier rumgeballert wird. Oh, shit. Da kommt noch mehr. Achso. Halt. Schießt auf den. Lass den Sammler. Ist erstmal egal. Ein Stück Mauer muss weg. Bauen noch ein paar von denen. Bauen noch ein paar von denen. Hm. Oh, da kann kein Bock, das Stück Mauer zu zerstören. Weil das ist nämlich das Problem jetzt. Wir werden diese... Boah, Leute. Oh, ihr werdet nur überfahren, also lasst den Scheiß. Na gut, dann müssen wir wohl hier unten so ein bisschen das nochmal abbrechen. Dann machen wir mal was anderes. Bauen wir erstmal nochmal hier unten. Gab es nicht auch größere Platten? Hm. Ich meine ja. So, wir sind die ganze Zeit von da unten angegriffen irgendwie, ne? Okay, unser. Sag mal. Was soll denn das? Alle zurück. Bleibt erstmal hier oben. Hey. Oh, Leute. Nicht so aggressiv. Genau, ist eine Reparierstation. Wir bauen mal das Ding. Ich glaube das ja nicht. Schluss damit jetzt. Mann. Da, Achso, okay. Moment. Lass mal den Raumhafen hier hinsetzen. Genau, jetzt können wir nämlich die Carrier bauen und das und das und das. Da ist eine große Platte, ne? Ja. Ihr bleibt erstmal da. Ornithopter, Infanterie, Troopers nochmal. So, jetzt haben wir es nicht gelernt. Oh, das war, ne? Ja, genau. Ah, jetzt können wir die großen Platten machen. Oh, wie schön. Zack. Direkt ein paar mehr bauen. So, und dann auch mal hier. Oh, shit. Das habe ich ganz vergessen, dass er das ja so macht. Ja, ja. Okay, also Feinarbeit müssen wir ein bisschen anders machen. Ist aber nicht so schlimm. Oh, oh, Kampf hier. Oh, 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 jetzt kommen die Dicken. Oha, oha. Erstmal die Devastatoren, oder wie die Dinger hießen, ne?
Und ich muss mal gucken, ob wir die Maus nicht auch ein bisschen, also die... Das ist ein bisschen lahm, ne? Hey! Oh, 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 oh. Das sind dann alles unsere Beeinstellungssachen, da arbeiten wir noch dran. Also, Stefan arbeitet daran, ich arbeite daran, damit klarzukommen. Ist auch zu lange her, ne? Meine Güte. Ist ja wirklich lange her. Genau, da ist nämlich der Raketenturm auch. Oh, die Dinger sind so mies, ey. Aber keine Chance gegen Raketen. Da fährt aber Leute rüber, ist halt noch nicht so drauf, ne? Ne. Ne, ist halt noch nicht so drauf, dass er über Leute rüberfährt. Ist auch nicht so schlimm. So, also mal gucken hier. Okay, da ist der Turm, der Turm. Wir müssen irgendwie... Da. Wir brauchen das Ding. Boah, Scheiße! Die Schreie der Leute auch so miete. Mehr Trooper, mehr Trooper! Mehr Fahrzeuge! Oh, 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 oh. Okay, sieht gut aus. Das haben wir, glaube ich, unter Kontrolle. Hier. Schwere Waffenfabrik. Mal gucken, was können wir denn da bauen? Ah ja. Abbruch. Combat Tanks. So. Den nochmal hier wieder. Wo ist denn Strom? Müssen wir gleich haben, ne? Ja, wird nämlich auch noch knapp. Greifen wir uns von der Seite an. Bauen wir einen davon. Theoretisch müssen wir uns von der Seite ausbauen erstmal. Achso. Aber irgendwie kommt er ja immer von da. Oh, langsam geht das Geld zur Neige. Ah! Ah, verklickt! Shit! Na egal. Nicht so wild. Oh, doch, er fällt über Leute rüber, ne? Zögerlich, aber er tut's. Oh. Oh, shit! Unser Kommentar da. Angriff! Angriff! Gut, wahrscheinlich hätten wir schon längst den Chaos machen können, ne? Oder er uns, wie man es nimmt. Gut, kommen wir tanken erstmal hier runter. Dann sollten wir vielleicht nochmal ein zweites Sammlerhäuschen bauen. Doch nochmal. Machen wir mal hier oben hin. Muss ja auch mal so ein bisschen aufpassen, wo du die Dinger hinsetzt hier. Damit die sich nicht gegenseitig im Weg rumeiern. So, ihr könnt jetzt mal alle hier bleiben. So. Zack, zweiter Sammler kommt jetzt mal hier oben hin. Na gut, macht ihn kaputt. Ich weiß nicht, droppt er irgendwie Spice und explodiert? Ich glaube ja, ne? Ja, mal ein bisschen hoch hier. Einmal ein bisschen hoch, bitte, damit ich da was bauen kann. Danke. Hm. Leute. Hallo. Danke. Warning, enemy unit construction. Oh, jetzt komme ich schon wieder. Die haben wir Panzer. Haha. Was sind die auch? Egal. Also, noch ein paar Türme bauen. Oh, drüber fahren. Oh, oh. Oh, nicht gut, nicht gut. Raketentrooper raushauen hier. Ein paar hiervon. Shit! Ah, wie schön. Es ist so schön,
einfach gehalten, das macht so viel Spaß, ne? Meine Güte. Gutes Spiel, gutes Spiel. Stimmt, warte, waren das die, die explodieren? Das war, glaube ich, das Problem, ne? Oder? Ich glaube, der eine hat. Ja, glaube ich, das sind die, die in einer fetten Explosion hochgehen, ne? Ja. Üble Teile, ey. Das ist so typisch Hakon. Shit! Und ich muss gucken, das mit der Maus, also mit dem. Da muss ich echt schauen, ob ich das irgendwie schneller hinkriegen kann. Ist noch ein Turm da hingesetzt? Einfach. Zwei davon. Gucken wir, was da unten los ist jetzt. Hat denn hier irgendwo seine Bar? Da oben. Das sieht aus wie ein Turm oder sowas da, wahrscheinlich. Ah, ja, da reibt man sich auf. Ja, da ist eine Bar. Schissel! Aber gut. Na gut, mit Rechtsklick können wir, aber das ist ja, glaube ich, ist nicht so. Dass wir so die Map schneller bewegen können? Das ist auch ein bisschen komisch. Jetzt haben wir, jetzt drücke ich gerade Taste D und alles wird ausgeblendet. Auch Einheiten? Ne, nur Gebäude, ne? Hm. Es wäre schön, wenn wir über die Pfeiltasten das alles schneller bewegen könnte. Aber oh, gut, rechte Maustaste. Was denn, wenn ich den jetzt markiere und dann habe ich ihn trotzdem noch angewählt, ne? Da komme ich nicht. Nee, das ist auch nicht so ganz das, was ich mir denke. Hm. Na gut, das war's dann wohl. Er hat weggesprengt. Ja, nein! Ja, verkaufen können wir hier ja nicht. Das gab's ja nicht, ne? Ne. Wieso greift er jetzt nicht an? Hm. So, die wollen die Sammler zerstören erstmal, ne? Ja, genau. Das ist so ein Devastator da. Die anderen sind ja noch eine Spur. Das sind ja Selbstmordpanzer da. Meine Güte. Ja, schade, dass vielleicht fügt er das noch ein, vielleicht übersehe ich das einfach nur. Aber so eine richtige Verkaufsoption gibt es gar nicht, ne? So, man muss die Gebäude, glaube ich, selber zerstören dann oder sowas. Das wäre ja auch so ein Quality-of-Life-Feature eigentlich. Dass man halt Sachen, einfach verkaufen kann wieder. So, also Gebäude, zumindest Mauern und so weiter und so fort. Schießt er da hin? Der kommt gar nicht so weit, ne? Ne. Achso, warte mal. Wir haben noch ein bisschen Strom, um was zu testen, oder? Lässt er den Turm in Ruhe jetzt? Nein, lass den Turm in Ruhe! Oh. Wenn wir das da jetzt rumbauen, schießt er dagegen oder schießt er rüber? Okay, die können auch über Mauern schießen. Ah, shit. Wir haben noch Geld, ne? So ein bisschen geht noch. Hier ein bisschen rum. Shit, das war's. Kein Strom mehr. Oder? Na, gucken, wie lange das jetzt dauert. Da können wir nicht noch. Das dauert alles ziemlich lange, ne? Ja. Boah, da kam die erste Death Hand, ey. Na gut. Können wir mal kurz gucken. Das sind wir. Das ist Orders, die anderen Hakon, ne? Okay, wie der seine Basis gebaut hat. okay. Das ist ja also ich schätze, das sind solche Features, dass wir durchsetzen können durch die Gegner, um zu gucken, was die bauen können. So, ich denke mal, das wird später wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Genau wie das hier. Das sind wahrscheinlich solche Entwickler-Debug-Sachen. Oder? Ich meine, hier können wir, glaube ich, auch sehen, was er baut. Ja.
und was er gerade im Auftrag hat und sowas. Eine neue Death Hand. Oder ist das so geplant? Kann natürlich auch sein, dass es so eine Gimmicks sind, die da drin sind. Ja. Schisse. Puh. Gut. Ich hatte die völlig nicht auf Schirm. Diese Panzer von den Harkonnen, die auch noch explodieren, wenn sie sterben. Also in einem richtig miesen Knall explodieren. Heftige Teile, ey. Wow. Das hat mich etwas überrascht. Muss ich offen zugeben. So, und ja, wie er hier gebaut hat. Das ist natürlich dicht an dicht an dicht und sowas. Und klar, hier hat er... Aber das ist... Ich glaube, es ist normal. Wenn ihr zum Beispiel Command & Conquer spielt, also hier ist egal, ob es das Classic ist oder das Remastered oder die Gold-Version oder wie auch immer, der Gegner baut oft so klumpenmäßig, denn haufenweise Einheiten, die sich teilweise schon selber stacken, nicht festfahren, hier wird die zum Beispiel an so komischen Orten rausploppen, ist ja klar so, aber es ist einfach so viel, solche Pulks, der baut solche Pulks, die irgendwie festhängen und manchmal erst wirklich agieren können, wenn du als Spieler angreifst. So, das ist immer ein bisschen komisch. Im Falle von Command & Conquer haben sie es ja mit OpenRA besser gemacht. Da bauen die Gegner ja nun durchaus. Ist halt auch so ein Mod-Projekt. Mod-Projekt. Ist halt ein eigenständiges Projekt, was halt Command & Conquer, Tiberium Conflict, Red Alert. Die laufen bei dieser. Gut, Dune 2000 ist auch mit drin. Diese drei sind halt drin. Überarbeitet, lauffähig auf modernen Maschinen. Multiplayer komplett überarbeitet und so weiter und so fort. Also top. Also wenn ihr ein modernes Command & Conquer haben wollt, für den Multiplayer, wo Multiplayer der Hauptfaktor ist, ne? Nicht der Singleplayer-Modus oder so, sondern Skirmish und Multiplayer und so weiter, dann zack, auf jeden Fall OpenRA spielen. Ist einfach zu finden, OpenRA, ganz einfach eingeben bei Google oder sowas, findet ihr schon. Genau. Und ja, bei dem klassischen und auch beim Remastered, was es ja auch gibt, auch eine sehr geile Box, die Command & Conquer Remastered, die da vor einem Jahr oder so rauskam, auch sehr feines Teil. Kriegt ja auch für wenig Geld sehr gute Spaß. Sehr gute Spaßpackung. Und da ist es halt auch so, dass der Gegner halt solche Knüttel baut. OpenRA hat da halt die KI angepasst, da baut er dann halt logischer, sag ich mal. Aber hier sehe ich das halt auch, dass er solche Knäule baut. Natürlich kann man sagen, er nutzt den Platz ziemlich gut aus. Aber es ist halt so, weiß ich nicht, ich fand das schon immer seltsam, wenn Computer so gebaut haben. auf der anderen Seite natürlich, wenn du hier jetzt angreifst, die ganzen Türme überall dazwischen und die anderen Panzer und so weiter, die sind natürlich erstmal massig geschützt durch die Gebäude, an denen du vorbei musst und sowas. Ist natürlich so gesehen schon nicht wieder dumm, aber es wirkt halt trotzdem irgendwie komisch. Das ist so, ja, sehr seltsam. Aber ich deute erstmal so dadurch, dass hier die Türme auch überall da drin stehen, dass es hier bei Dune 2 The Maker nicht mehr das Problem ist, dass du mit deinem Geschütztürmen deine eigenen Sachen kaputt schießt, so. Und eben, bei uns da oben sah das ja auch so aus, als ob er halt dran vorbeischießen würde an der Mauer, also drüber weg. Was damals immer super nervig war. Weil du hast ihn da hingebaut, hat er gegen die Wände geschossen, die Mauer, das war super anstrengend. Ich meine, das war so, deswegen hat man da nachher keine Türme mehr gebaut. Dasselbe Problem hatte, glaube ich, auch Command & Conquer, ne? Die Türme von Nod, Tiberium Konflikt, die Türme von Nod, die haben genau dieselbe Problematik. Wobei ich da jetzt nicht weiß, ob das bei OpenRA anders ist. Müsste ich mal ausprobieren. Aber da war das auch so. Wenn du diese Geschütztürme von Nod platziert hast und du hast da eine Mauer drumherum gebaut, um die halt zu schützen, hat er halt die Mauern zerschossen. Genauso mit Sandsäcken und sowas. Das war immer super nervig. So, ja. Du konntest... Dadurch hattest du die Problematik, dass wenn du deine Basis mit Mauern halt gesichert hast und du hast irgendwo diese Geschütztürme hingebaut, draußen zum Beispiel, und der Gegner ist reingerannt, hat sich da einen Weg geschossen in dein Lager rein und die Türme waren in Reichweite, haben die Türme ja auch deine Mauern zerschossen. Das war halt so, ich war völlig dumm halt so. Ich glaube, bei OpenRA haben sie das behoben und ich glaube, hier hat Stefan das auch entfernt. Ich glaube, es ist hier nicht der Fall, dass die Mauern und so zerstört werden. Wobei ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, ob das damals bei Dune 2 auch wirklich so war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Es ist wirklich lange her, ich kann mich da so auch täuschen, ne? Aber ich glaube, es war da so, dass die Raketentürme und so weiter die eigenen Mauern halt beschädigt haben. Beim Drüberschießen halt. Super unnötig. Ja, sehr geiles Ding. Ich schalte ihn mal um. Zack. Sehr, sehr geiles Ding. Ja, und ihr könnt es einfach runterladen. 060 ausprobieren. Ihr müsst nichts installieren, einfach nur runterladen, entpacken, starten. Bumm, läuft.
Alles cool. Können ein bisschen Kampagne spielen, können ein bisschen Skirmish ausprobieren. Super nices Ding. Macht Laune. Schockt. Und ja, Links sind in der Videobeschreibung. Könnt ihr alles finden. Da könnt ihr auch den Link zu dem Coffee finden und so weiter. Könnt ihr das Projekt ein bisschen unterstützen. Könnt ihr mir auf Twitter folgen und so weiter und so fort. YouTube war da auch am Laufen und sowas. Das findet ihr auch alles da auf dem Twitter-Account und so. Alles top. Einfach mal durchklicken, runterladen, ausprobieren. Und ja, schreibt euer Feedback. Ne? Haut ihm das auf Twitter um die Ohren. Keine Ahnung, kommentiert unter diesem Video, kommentiert unter seinen YouTube-Videos, wie auch immer. Das hilft dem Projekt auf jeden Fall. Und wenn ihr Gameplay habt, so wie das hier zum Beispiel oder sowas, dann verlinkt ihm, sagt ihm Bescheid, schickt ihm eine E-Mail, schickt ihm eine Nachricht, dass er das sieht, wie andere Spieler spielen, was da so los ist. Weil manchmal sieht man Dinge selber nicht, wenn man programmiert, wenn man entwickelt und so weiter, dann übersieht man viele Dinge einfach, die für einen selber logisch sind, aber für andere halt nicht so wirklich. Deswegen, wenn ihr da irgendwas habt, wenn euch da irgendwas auffällt und sowas, immer direkt Bescheid sagen. Am besten irgendwie mit Video oder Screenshot oder irgendwie sowas. Das hilft dem ganzen Projekt auf jeden Fall. Genau. Ja, was wir jetzt hier hatten, war halt, genau, ich würde halt gerne die Geschwindigkeit, die Scrollgeschwindigkeit hätte ich gerne irgendwie schneller, wenn das gehen würde. Weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert. Vielleicht bin ich einfach zu blöd gerade, hab das übersehen. Und diese Sache mit dem, ich weiß nicht, warum ich keine Gruppe bilden konnte. Ich habe das bei der ersten Aufnahme ausprobiert, da hat er auch umgesappt auf die anderen Spieler halt. Dann habe ich das, neu gestartet und dann konnte ich eine Gruppe bilden. Deswegen dachte ich eben bei der Aufnahme, oh, funktioniert ja jetzt. Vielleicht hast du dich nur falsch verklickt. Eben wieder ausprobiert, hast du gesehen. Wupp, ist er wieder umgesappt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu STRG musst du gedrückt halten und dann 1, 2, 3, um die Gruppen zu bilden. Weil weiß ich nicht, ob ich vielleicht Strong STRG nicht weit genug runtergedrückt habe und er dann halt durchseppte oder ich weiß das nicht. Auf jeden Fall geht das scheinbar beides. Du kannst dadurch die Spieler durchseppen und du kannst halt eine Gruppenbildung damit machen. Aber ja, wie gesagt, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind. Und also genau, beim Sachen platzieren, ich glaube, da gab es mal Hotkeys. Kann aber auch, wie gesagt, ein anderes Dune 2-Projekt gewesen sein, wo das funktionierte mit den Hotkeys. Kann ich mich auch täuschen. Was die Auflösung angeht, ne, wie gesagt, in der INI, die da drin ist, die Datei, da könnt ihr das auch entsprechend manuell anpassen, denn es müsste ja die D2TMCFG sein. Oder die Game INI. Warte, ich guck mal kurz. Es ist die Game-INI ist es. Die Game.INI ist es. Da ist direkt oben halt auch Settings und da könnt ihr halt den Screen White und Screen Height und so weiter einstellen. Genau, ist alles machbar da, richtig. So, aber da kommen ja wahrscheinlich auch noch ordentliche Optionen. Also alles gut. Ja, genau, Kampagne. Weiß ich jetzt gar nicht, inwieweit die spielbar ist. Ich gucke gerade mal in den Ordner rein. Atreides 8 Missionen, Hakon 8 Missionen. Ordos, 8 Missionen. Es kann also durchaus sein, dass die alle spielbar sind. Kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Aber irgendwas muss ich auch noch selber entdecken. Ne? genau. Ja, wie gesagt, probiert's aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen. Wenn es signifikante neue Änderungen gibt, dann gibt es den neuen Snacken durch. Ansonsten natürlich werden wir das ab und an mal streamen auf unserem Twitch-Kanal. Und ja, denn. Wenn quasi das Go gegeben wird, sage ich mal, irgendwie, dass man das kampagnenmäßig ganz gut spielen kann, werden wir wahrscheinlich auch eine kleine Let's Play-Runde draus machen, so die einzelnen Kampagnen durchspielen oder sowas. Genau. Ja, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, Link unter der Videobeschreibung, probiert das aus und unterstützt ihn, wenn ihr möchtet, wie ihr wollt. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ne? Wisst ja hier, Glocke drücken, Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Kommentar schreiben, vielleicht habt ihr auch schöne Erinnerungen an Dune 2 oder sowas, ne? Einfach unten reinhauen. Dann hätten wir hier noch die Möglichkeit, uns zu folgen auf slash Blood and Brain, Facebook oder Twitch, Instagram, slash Blood and Brain, wie angegeben. Auf Twitch sind wir immer unterwegs, Montag, Dienstag und Mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Sporadisch auch an anderen Tagen, also am besten ein Follow da lassen, dann kriegt ihr da auch immer Bescheid. Auf Facebook und Twitter posten wir, wann wir online gehen, was wir hochladen, was wir streamen und so weiter und so fort. Auch slash Blood and Brain, Facebook, Twitter. Und da findet ihr natürlich auch noch Infos über Totenstadt und Voodoo Heads, unsere beiden Kartenspiele, über die ihr auch Infos findet auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com. Inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Das ist alles da zu finden. Genau. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir alles durchgetackert. Wir freuen uns alle über Unterstützung, über Hilfe, über Postings, Kommentare, Likes, whatever. Haut raus. Probiert aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.